Ich hole mir eh ein größeres. Wo wollen wir jetzt hin? Fahren wir runter nach Süden? Ich war auch dafür, hoch zum Berg. Hoch zum Berg, dafür, dass wir mal jemanden also zu, töten, zum Schnee. Weil man die verhungert gleich. Ja, meinst du das? Meinst du den Berg bei dir da oben oder wen meinst du? Ja. Also welchen? Weil nicht, der Drache müsste rein theoretisch hier im. Im Dingsbums rumlaufen, im Wald. Ach, wenn ich jetzt noch ein Dingsbums. So, und warte mal, jetzt hier steht so, und jetzt redet jeder für 2 Minuten nur in seinem Dialekt. Macht ja schon die ganze Zeit. Also ich kann gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders reden. Das Problem ist, das Problem. Ja, Dynamo redet sowieso in seinem Dialekt. Ich habe die ganzen Leute verloren, weil ich einen Stream gelesen habe. Verdammt, ach, da sind sie. Ja, ich bin bei dir. Wohin? Ja, gut, also ich sag mal so, zum Beispiel beim Hessischen ist halt die Besonderheit, der halbe Satz fehlt gern mal, hört mit drin auf, die Ends werden welche lasse und ja. Hui, hu, ha, da kommt ein Puff. Und der Vorteil ist halt, es gibt keine B's. Jawohl, das kann man so fast nicht. Zum Beispiel Erbsensupp heißt auch Erbsensupp. Also alles, was ein B hat oder ein P, wird im Endeffekt mit V oder W ausgeglichen. Ja. Kann man lustig finden, muss man aber nicht. Nee, muss ich war gerade konzentriert auf den Säbelzahntiger. Es tut mir leid, ich hab das jetzt gerade nicht lustig gefunden. Er schnappt mir weg, die Drecksau! Was hab ich doppelt gehört? Er ist ein Adler. Adler? Adler. Ein Adler. Ist auch gut, wenn ich was davon abbekomme, weil wie gesagt, mein Hof. Ich hab auch nicht abbekommen. Mann, wo seid denn ihr Muschis Nuschis schon okay, wieder? Gut, das reicht mir. Toll, ich hab zwei. Ich hab 2 Raw Meat und die frisst bestimmt. Ach nee, 6. 5. Wow, ich hab 0. Ach, guck mal, ich hab ja noch 2. Was ist denn hier los? Ach, guck mal an, wo kommt die denn her? Ach, Alter. Warte mal, ich nehme aus dem Vieh das Zeug raus. Der hat noch Hunger. Von wegen, hat alles aufgefressen. Aber Onkel? Ich ja, hab's bitte. Bekommen und ist sehr praktisch, deinen Stream mit anzugucken, was immer, wo ihr seid. Wenn man sich auskennt. Ja. Hier ist noch ein Wolf. Ich sehe da einen bloßen Kackhaufen. Doch, so ein Kackhaufen ist ein Wolf. Aber wo Kackhaufen, ich hab auch gerade meinen gemacht. Ich auch. Wie sagte Dynamo so schön, ready to poop? Ja, können wir jetzt mal den scheiß Drachen suchen? Ich weiß nicht, wir sitzen ja alle. Das machen wir doch schon die ganze Zeit, Onkel. Echt? Ja. Was, wir suchen? Ich sehe uns nur hier rumstehen und irgendwo fressen. Ach so, essen. Das gehört halt dazu. Richtig. Möller sagt gar nichts mehr. Warum? Weil er bestimmt schon wieder. Ach nee, da ist er ja. Da ist er, hä? Richtig. Ist richtig, okay. Sagt er. Richtig. Sag mal, kennen deine Leute eigentlich das Spiel, was rauskommt mit Black Desert? Macht das irgendwas? Alter. Spielt das irgendwas mehr? Ja, was dann? Na, wir machen. Nero Netto weiß, was wir zusammen machen, ne? Das haben wir schon geplant. Auf jeden Gut, Fall. Okay. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, es kommt nämlich ein Let's Play mit Nero und mir. So. Ja. Jo, mal gucken, wenn und das was möchte dabei ich, ist. Das machen wir dann bei Release, oder? Bei Release? Ja, wenn es rauskommt, ne? 25. Februar. Ja. Wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, der wird das sehen. Der wird es gesehen haben. Ja, kostet das denn was? Natürlich kostet das. Ja, für mich kostet es. Kann ja sein, Free-to-Play ist. Für mich kostet es nichts. Für mich auch nicht, weil der Onkel spendiert mir das. Nee, das hast du jetzt gesagt. Ich hab's auf Video. Ich hab aber Nein gesagt, deshalb hast du auch auf Video. Nein, das hast du nicht gesagt. Ja, ich kann's rausschneiden. Sehr gut, Doc, sehr gut. Ah, wunderbar. Also, nee, ich glaube, ihr sollt vielleicht auch mal 505 Games anschreiben. Kann ich gleich machen, aber ich muss mal kurz aussetzen. Ich hole mal kurz meine Pizza, die Bestellung ist da. Moment. Apropos 505 Games, kauft euch die Spiele von 505 Games, denn die stecken wenigstens noch ein bisschen. Ah, jetzt war ich ja übelst Werbung. Nee, Quatsch, aber die Leute sind auch echt extrem sympathisch, muss ich sagen. 505 Games? So eine billige Seite das? So, du hast, glaube ich, jetzt gerade bei 505 Games. Nee, die haben Sniper Elite rausgebracht oder How to Survive, die Folgen. How to Survive 1 und 2. Und jetzt eben auch das, was wir zocken wollen. Portal Knights heißt das apropos. Und da kommt ein Livestream, sag ich schon, da kommt ein Let's Play nur von Nero und mir. Und das ist mal, ja, auch ne, auch was Neues, dass wir beide mal einen Livestream machen. Das? Nur wir beide allein. Mhm. Ganz allein. Wollen wir mal die Trikes dort hinten angreifen? Welche Trikes? Hinter dir. Hinter mir? Hinter uns.
Hinter jo, uns. Komm, lass. Dann, weil ich brauche immer noch Fleisch. Oh, Satchel ist ja sowieso schon wieder weg. Ja, ich suche den Drachen. Wieso werde ich jetzt schon wieder angegriffen? Ja, lass dir vor lauter Gestrüpp nichts mehr. Der hat alles weggefressen. Mann! Ich habe das Vieh alleine überlebt, erlegt und die fressen es weg. Ach, der Dino hat schon wieder alles weggefressen. Ich brauche mal selber Fleisch, mal ganz ehrlich. Ja, da kannst du dir auch ein paar Bären farmen. Halt die Fresse, ich werde keine Bären farmen. Mein Vogel frisst aber keine Bären. Oh, Entschuldigung. Apropos, mein Bier ist alle. Ja, meine Mischung ist gerade frisch wieder da. Und der Stuhl dessen hat es gemacht. Dankeschön. Deine Frau? Ach nee, meine zweite Hälfte. Meine zweite Persönlichkeit. Ach so. Ich dachte, deine Frau. Ach die. Weil da hättest du mal deiner Frau schöne Grüße ausrichten können von den ganzen Mongos, die hier mit rumhängen. Spatzi soll dir ganz liebe Grüße ausrichten von den ganzen Mongos, was hier rumrennen. Wenn doch, seine... wir machen Aufnahme. Dann ist seine zweite Persönlichkeit schwarz. Ja, ja, ja. Liebe Grüße zurück, Mongos. Vielen, vielen Dank. Du zählst aber auch mit als Mongo, danke, ne? Schwarz. Danke, Schatzi. Sag mal, danke, Schatzi. Danke, Schatzi. Scheiße, ich brauche Futter. Kinder, es gibt mir irgendwas. Was? Was ist denn mit einer. Wo seid ihr denn alle schon wieder? Ich bin hier schon wieder. Oh, es ist schon ich wieder. Bin immer noch am Green Airdrop. Am Green? Green. Am Green. Green Airdrop, Alter. Da kommt der Lieferdienst genau da, wer das nicht braucht, Alter. Ich hab nur noch 0,8 Leben. 5, 4, 3, 2, tschüss. Tschüss. Ah, ich hab dich gefunden. Scheiße. Hättest du mal Bären genommen? Hättest du mal Bären genommen? Ja, ja. Und jetzt haben wir hier den Neger, Negermandik. Negromonga. Ach, Entschuldigung. Onkel ist mir gerade, was? Onkel ist jetzt leid, was? Onkel mir jetzt leid, allerdings ich müde und will ins Bett. Ja, ist kein Problem, Max. Ja, gute Nacht. Und noch. Nacht. Also Onkel, hier unten ist jetzt irgendwo der Noxil. Gibt Frischfleisch. Was, wo? Mam, mam, mam. Naja, sind doch die gleichen, ne? Kinders, wo seid ihr? Ungefähr. Andere Frage, hier kämpft gerade irgendjemand. Ja, scheiß Fliegenviech oder was ist das? Wo seid ihr? Hier? Ich bin gleich bei der fliegenden Insel. Jetzt fangen wir wieder an zu lecken. Ich glaube, das liegt immer noch an. Koordinaten. 10, 50. Aber wir sind da wo ganz anders. Warte, wir sind auf da. Runter. 25, 30 ungefähr. Okay. Komm bitte schnell hin. Oder sollen wir dich. Nee. Obwohl, der ist bei der fliegenden Insel, da können wir eigentlich Noxi auch abholen. Mich irritiert hier, dass Noxi mit Neros Raumschiff rumfliegt. Raumschiff, sag ich. Dino. Entspann dich mal. Das guck mal, Armstrong, Nero, Armstrong sagt auch Schranke Spatzi. Der Armstrong sagt auch Schranke Spatzi. Der Armstrong, das ist ein Zuschauer vom Onkel. Der sagt auch Schranke Spatzi. Da freut sich doch bestimmt deine Frau, wenn so viele Männer. Tja, es können viele Männer was machen, aber nur eine darf ran. Ne, das will ich doch auch gar nicht. Ne, das will ich doch auch gar nicht, Nero. Ah, aber man kann doch sympathisch zur Frau sein, oder? Man kann doch nett sein zur Frau. Hättest du eine nette Frau, dann will man nett sein. Ne, ob die nett ist, weiß ich nicht. Ich kenne die nicht. Die ist super ultra nett. Weiß ich nicht. Beste Freunde, wo man auf jeden Fall haben kann. Aber ich bin Schleimer. Was kriegst du heute Abend dafür, hm? Kopfnuss. Gib mir jeden Tag was. Der wird daher wieder getaped. Also es ist gerade ein bisschen scheiße hier. Was ist denn jetzt los hier? Was machen wir jetzt? Ja, ich suche die ganze Zeit den Drachen. Satschen ist weg.
Ich sitze auf dem Felsen, gucke in die Wiese, mache ein Bier auf. Im Endeffekt wird er wieder ans Bett gefesselt und mit Bären gefüttert. Und der Livestream, der ihr leckt schon wieder. Geht schon wieder los. Ja, kacke, jetzt mal ohne Witz. Ich hänge gerade bei, ich bin gerade bei, ach du Scheiße. Seine Leiche geplündert? Nö. Das hat Onkel da gemacht, oder? Nö. Weiß nicht, wo die ist? Die ist hier unten. Kinder, ich bin bei 12,25. Ich weiß nicht, sie ist halt durch den Berg, ne. Also. In die Richtung, wo ich gerade bin? Ja. Du hörst niemanden. Ja, ich glaube, mit dem Livestream, da muss ich noch ein bisschen was dran rumbasteln, dass das nicht so leckt. Also, aber ich muss das sagen, zu meiner Verteidigung, das ist der erste Livestream auf YouTube, den ich mit OBS mache. Vielleicht nehme ich das nächste Mal auch einfach ein anderes Programm. Vielleicht probiere ich auch mal das Marillis aus da. Ja, habt einfach Nachsicht. Es ist halt einfach so, wir sind halt noch Neulinge, was zum Beispiel Livestreams angeht. Der Livestream nicht, Twitch ging auch immer super. Ja, Twitch aber, ist auch ein bisschen was anderes als YouTube. Aber hier, das ist schon, aber wenn jetzt... Ach, leck mich doch. Nee, komm, geh weg. Noxy ist tot. Soll ich dich abholen, Noxy? Ich weiß ja nicht mehr, wo ich bin. Na, warum tust du nicht auf dem Bett spawnen? Was für ein Bett? Da stehen ja nur zwei Betten. Deine Sache haben wir jetzt eingepackt, das können wir ihm entgegenfliegen. Teilt euch doch mal aus, so findet ihr den Drachen schneller. Ist schon richtig. Nero, fliegst du zurück? Ich flieg jetzt zurück, ja. Ich komm mit. Ja, ich bin jetzt auch wieder bei Drumbase. Weil es besser ist, besser zurückzufliegen, als hier auf der Stelle stehen zu bleiben. Satschen ist eh weg. Du kannst mir das Lager dir einen noch zeigen. Genau, und ihr wolltet ja sowieso das Lager sehen und da werden wir noch mal ganz kurz zeigen. Ich werde aber jetzt eigentlich nicht noch mal rumführen. Das seht ihr dann in den Aufnahmen, die noch vor dem Livestream kommen. Wir haben noch so viele Aufnahmen vor dem Livestream. Ey, leck mich doch die Sack. Und normalerweise hätte sie heute rauskommen müssen. Gestern. Nee, morgen. Ach du Scheiße, muss ich heute noch rendern. Ja, es kann also passieren, dass morgen mal am Sonntag mal ein Livestream ausfällt. So. Livestream sei schon ein Part. Also. Onkel, entspann dich. Weil das habe ich noch gar nicht gerendert, alles und nix. Und der Livestream hier, der wird erst nach den Parts veröffentlicht. Ach, das ist ja goldig. Also okay, was? Ich habe gerade gesehen, Nero hat ja sein Bärchen wieder. Ja! Warum bleibt ihr denn jetzt alle stehen? Ich warte auf euch, dass ihr vorausfliegt, wo ich hin muss. Ich flieg doch. Ja, wo? Na, ich folge dir. Ja, und Dynamo folgt mir. Mr. Verpeilt folgt er. Mm. Ja, was? Mr. Verpeilt. Ich hab doch extra eine Fackel angefliegt in normaler Geschwindigkeit. Na, ich bin doch der Orientierungsfehler an sich, Mann. Du siehst doch die fliegende Insel, oder? Ich weiß nicht, wo die ist. Ist es die da vorne? Ja. Da fliegst du hin. Stimmt. Ich will hier irgendwas richtig bummern. Wir wollen kein Giganotto. Heute nicht. Heute nicht, aber vielleicht morgen. Einer schickt im Jahr. Also es muss ja wirklich, wenn ich jetzt so die K-Bits sehe, die hochgehen, muss es ja ein richtig geiler 720p Livestream sein. Also weil normalerweise livestream ich mit 3500 K-Bits. Livestream, aber jetzt hat es hier schon 4000 hoch. Huch, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt bin ich durch das Reden nach unten geflogen. Na, Onkel, wir treffen uns bei der fliegenden Insel. Ja, schön, ja. Ach, da. Hat Nero gesagt. Jetzt hängst du noch an. Hat Nero gesagt. Alter, wer von euch Sahnehäubchen hat eigentlich die ganze Kampion erzählt? Dankeschön. Jo, kein Ding. Übrigens, du hattest die alle auf Attack My Target stehen lassen. Ehrlich? Ja, und deswegen sind die mir entgegengelaufen gekommen, als ich einen Trike gegen die Metal Spikes gelockt habe. Okay. Deswegen stehen die jetzt ein bisschen auf dem Haufen. Ah, Revano ist am Start, er schaut jetzt endlich mal zu, na Wahnsinn, ein bisschen, wenigstens so ein kleines Minütchen ist Verlass auf dem Kerl. Revano, ich esse ein Stück Pizza auf. Aber wir haben 21 Uhr angefangen, schäm dich, mein Freund, dass du jetzt erst auftauchst.
Besser spät als nie. Nee, nix, das ist keine Ausrede. Trivano hat gesagt, er guckt von Anfang an zu und hat nicht gemacht. Okay, was sind die los? Der kleine Drecksack. Und dann spielt er sich wieder auf, ne? Sorry Leute, dass ich nicht beim Futter bin, aber ich hatte den ganzen Tag noch nichts. Deswegen. Ja, Rivano am Start. Arrgh! Arrgh! Ja, aber hier fehlt so ein. Ich bin doch mit TS, achso. Er, nicht du. Hä? Nee, wenn er jetzt noch TS kommt, das wird total. Ich sehe nichts mehr, Dynamo, ich sehe nichts mehr. Ich hab ne Fackel an. Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz. So. Nee, das ist der Global-Chat. Keine Ahnung. Geht doch nicht. Piff, jetzt ist es ein bisschen heller. Ja, nicht. Das ist aber bayerisch. Mir doch egal. Ich weiß, warte, wie schreibe ich das in Hessisch? Ja, nee, also, ist klar. Scheiße. Nee. Nee, nein, obwohl so. Ich das Kamera hochgestellt habe, weiß ich nicht, wo die fliegende Insel ist. Ich sehe Wolken. So. Ich sehe überhaupt nichts. Du bist hessisch, du kriegst hessisch. Ach, nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, die war da. Wo seid ihr alle? Achtest du auf deine Stamina, Onkel? Ich? Von deinem Vogel. Warum? Ich bin die ganze Zeit gesessen und hab geguckt, wo die Scheiße ist. Ja, wo seid ihr? Ich weiß nicht. Ich bin gleich in der Homebase. Achso. Du bist gleich in der Homebase? Ja. Rivano, ja, wie geht's uns? Den blöden Smalltalk kannst du auch sparen. Komm lieber rein und spiel mit. Ja, ich bin jetzt gerade der fliegenden Insel. Was macht der eigentlich gerade? Rivano, was machst du denn gerade? Uns geht's gut. Rivano spielt sich am Pillar, Mann. Ja, das sowieso, aber du hast eine Hand frei haben. Rivano, wie geht es dir? Achso, das ist jetzt Geh mal! Michel sagt, Rivano, komm einfach mal kurz zu TS. Kannst du mal Tag sagen, du Zuschauer. Die freuen sich. Nee, er leckt sowieso gerade alle. Ich hab keine Ahnung, ich sehe gerade ein Bronto. Dann. Osterhaus, Küchen, Fachgeschäft. Onkel, das Wasser immer links von dir halten. Ja, dann versuch einfach zu unserer Homebase zu kommen. Also so 40, 70 ungefähr. Rekorde. Wo bin ich gerade auf dem Weg hin? Okay. Ach, hier ist eine Brücke. Ich. Alles klar, ich bin zu Hause. So, jetzt seht ihr auch unsere Base. Das eigentlich? Base. Au! Nein! Da baut sie sich auf. Das ist unser großes Lager, was da vorne sich riesig aufbaut. Da ist unser kleines Steintor. Aber wir bauen uns natürlich noch ein richtiges Lager auf, weil das ist jetzt hier bloß das Anfangslager. Das ist ja bloß der Hafen sozusagen. Wir bauen dann auch weiter in das Land hier rein. Und bauen uns dann dort eine Mauer hin. So, also ich glaube, mit dem Drachen wird heute nicht, oder? Weil ich habe keinen Bock jetzt hier ewig 1000 Stunden nach dem scheiß Drachen zu suchen. Will mal irgendwas machen. Genau, wir lassen mal einfach Sarchen mal suchen. Und ich würde sagen, wir machen mal hier wieder ein bisschen was. Ich will ja gerne Gewächshaus bauen. Ja gut, was brauchst du denn dafür? Dann sagen wir mal Ressourcen. Kristalle. Ich brauche Kristalle. Oh, da muss ich ja wieder leck losfliegen. Und Cementing-Pest brauche ich. Muss ja wieder losfliegen. Ich und die Cementing-Pest. Wo habe ich, wo hab ich denn die Scheiße? Und zwar viele Kristalle. Kristalle habe ich, glaube ich, hier auf dem Schneeberg gesehen, da oben. Genau. Ich befinde mich gerade irgendwie geil. Ich sitze nackt mit meiner Ollen auf dem Frosch. Wenn ich diese erotischen Stimmen höre, geht's mir gut, sagt er. Mhm, der Rivano. Mal das Afrika-DSL wechseln. Ja, Rivano hört ja nicht. Da bräuchte ja bloß mal umzuziehen. Und es ist ein zu viel Arbeit. Rivano ist ein fauler Sack. Rivano denkt immer, das ist alles Training. Alles, was du machst, ist Training.
Schrank hoch, so. Schrank runter dran. Alles machst du? Alles, was du machst, ist Training. Alles. 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 Modem Essen, an, trinken. Modem aus, Modem an, Modem aus. Ach, wenn er jetzt doch nur hier wäre, könnte er sich verteidigen. Ah, da verteidigt sich doch eh nichts. Da verteidigt sich doch eh nicht. Da macht doch wenn er nur hihihihi. Echt? Achso, ja, das Huhuhu kenne ich, aber das Hihihi ist neu. Ja, ich kenne halt länger als ihr. Ich kenne halt auch die Hihihi-Seiten. So.